Kinder, höret die Geschichte, die ich heute euch berichte. Die passiert. Garantiert. Erst im allerletzten Jahr, das ist wahr. Komm sie rein und ich erkläre Ihnen drinnen die Affäre. Unser Motto. Schräger Otto. Reißt sie ganz bestimmt vom Sitz. Mit viel Witz. Damals lebt in unserem Städtchen ein gar unbescholten Mädchen. Sie hieß Müller, einfach Müller. Und ich schlängelte mich ran, so fing's an. Ich hab Ihnen was mitgebracht. Ja, was denn? Das hier. Ach, der Amor hat so gut gezielt. Wieder mal mitten ins Herz, wo man die Liebe fühlt. Ach, der Amor hat so gut gezielt. Wieder mal mitten ins Herz, wieder mal Liebe und Schmerz, wieder mal Liebe und Leid, wieder mal Seligkeit. Väter fürchten für die Tugend ihrer Töchter in der Jugend. Beim Theater, meint mein Vater, fehlen Sitte und Moral. Wie fatal! Ja, Frau Sabir, die Sache ist nämlich die, dass meine Tochter Topsy aufgrund meiner sorgfältigen Erziehung so gar keine Erfahrung hat im Umgang mit Männern. Ne? Ja, glauben Sie vielleicht, dass Ihre Topsy bei der Corti-Revue diese Unerfahrenheit schneller verliert als irgendwo anders? Ja, das weiß ich nicht. Jedenfalls bezweifle ich, dass der ständige Umgang mit Sängern und mit Musikern besonders geeignet ist, Ihre Unerfahrenheit zu erhalten bis zur Eheschließung. Nicht? Oh, Herr Müller, da kann ich Sie aber beruhigen. Da Wieso? Kann ich Sie beruhigen. Wieso? Sehen Sie mal, ich bin seit der Gründung der Corti-Revue dabei. Ja? Und mir hat noch nie einer ein Haar gekrümmt. Die jungen Leute von heute, hoho, die gehen im Boxkampf mit dem Leben nicht k.o. Sind hart im Nehmen und schämen sich nicht, wenn wegen der Liebe einem mal das Herz zerbricht. Sie sind ein bisschen rau, ein bisschen sehr modern, und sie verbergen schlau den guten Kerl. Die jungen Leute von heute, hoho, gehen mal zu Boden, doch dann sind sie wieder. Boden, doch dann sind sie wieder. Boden, doch dann sind sie wieder da. Schöne Männer sind gefährlich, denn sie meinen es nicht ehrlich. Mit nem Blick und viel Glück wird dein Mägdelein betört. Unerhört. Die Kleine ist niedlich. Hm? Die andere ist auch nicht übel. Für die Blonde schenke ich dir unser ganzes Ballett. Abgemacht. Rose von Tahiti, eine Seemanns Herz. Sehen sich ja so sehr. Männer, hütet euch vor Frauen, denn sie sind nicht zu durchschauen. Euer Herz leidet Schmerz und zum Schluss fallt ihr herein. Wie gemein. Hör mal zu, Schnullebutz. In 5 Minuten hast du deinen Chansonettenkoffer hier zusammengepackt und das Hotel verlassen. So. Sonst wird der Onkel nämlich sehr ungemütlich und hetzt dir den Portier auf deinen schönen Hals. Ich glaube, in Romanen nennt man diese Situation in flagranti. Also Gerti, sei doch endlich mal vernünftig. Ich bitte dich. Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass du endlich vernünftig wirst. Otto, schräger Otto, komm und mach ein bisschen Tanzmusik. Schräger Otto, komm und spiel dein allerschönstes Stück. Hinein, 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 hau rein.
hau noch feste in die Tasten. Demoliere deinen Kasten. Spiel, als ob du sehr ergrimmt bist, weil doch dein Klavier verstimmt ist. Schräger Otto, komm und mach ein bisschen Tanzmusik. Schräger Otto, komm und spiel dein allerschönstes Stück. Wollt ihr einmal herzlich lachen und euch frei von Sorgen machen? Unser Motto, Schräger Otto, werdet ihr bestimmt verstehen. Auf Wiedersehen.